Unglaublich. Abzocke im Internet. Immer wieder finden Betrüger neue Maschen und Tricks, mit denen sie versuchen, an euer Geld zu kommen. Internetkriminalität hat in ganz Deutschland eine Schadenssumme von ca. 208 Milliarden im letzten Jahr ausgemacht. Das kann jeden treffen, egal ob alt oder jung, männlich oder weiblich. Da kann jeder auf irgendeine Masche reinfallen. Ich selbst habe auch schon mal die Erfahrung gemacht. Etwas bestellt, bezahlt und lange gewartet. Aber die Ware ist nie angekommen. Mies sowas. Mit einem Aufruf habe ich nach Betroffenen gesucht, die, wie ich schon mal, Opfer einer Betrugsmasche geworden sind. Es haben sich mehrere Personen bei mir gemeldet, aber einige waren nicht bereit, sich vor der Kamera darüber zu äußern. Dann hat sich Sarah bei mir gemeldet. Sarah wollte eigentlich nur ihr Handy verkaufen. Am Ende ist sie ihr Handy los und hat auch noch eine Menge Geld verloren. Wie genau das passiert ist, das erzählt sie uns gleich persönlich. Schön, dich zu sehen. Schön, dass es geklappt hat. Wollen wir uns setzen? Ja, gerne. Du bist von einer Betrugsmasche betroffen gewesen. Kannst du noch mal genau erzählen, was dir damals passiert ist? Das war vor 6 Jahren. Ich wollte eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen aufgeben. Ich hatte das schon ein paar Mal gemacht. Und so wollte ich damals auch mein iPhone verkaufen. Ich habe die Anzeige aufgesetzt und alles klappte soweit gut. Ich hatte ja schon Erfahrung damit. Aber dann bin ich auf einen Betrug reingefallen. Ich habe also die Anzeige mit Verkaufspreis aufgegeben. Darauf hat sich jemand gemeldet. Wir haben hin und her geschrieben. Es war ein Mann, der das Handy kaufen wollte. Okay, dachte ich mir. Wir haben dann die Bezahlung vereinbart und er hat mir angeboten, das Geld zu überweisen. Damit war ich einverstanden. Nach kurzer Zeit war das Geld auf meinem Konto. Super. Nur fand ich eine Sache komisch. Der Name des Käufers stimmte nicht mit dem Namen des Kontoinhabers überein. Ich habe dann nachgefragt, warum das so ist. Es sei wohl das Konto seines Sohnes, er sei der Vater. Ich dachte, okay, die Bezahlung ist erledigt, das Geld ist auf meinem Konto, also kann ich dem trauen. Und habe das Paket mit versichertem Versand losgeschickt. Durch die Sendungsnummer konnte ich sehen, dass das Paket beim Empfänger angekommen war. Damit war die Sache erledigt. Etwa 2 Wochen später bekam ich Nachricht von der Sparkasse, dass mein Konto gesperrt, eingefroren wurde. Ich fragte nach, was damit gemeint war. Die meinten, ja, ich solle betrogen haben. Ich? Betrogen? Ernsthaft? Das war ein Schock. Das nennt sich Dreiecksbetrug. Ich habe das erstmal recherchiert. Ich habe von dieser Masche nichts gewusst, habe zum ersten Mal davon erfahren. Ich wollte etwas verkaufen und habe die Anzeige aufgesetzt. Die zweite Person gab vor, mein Handy kaufen zu wollen und hat den Betrug eingefädelt. Er hat selbst eine fingierte Anzeige aufgegeben und so kam ein Dritter ins Spiel, nämlich ein weiterer Käufer, der meinem Käufer etwas abkaufen wollte. So lief das eigentliche Geschäft zwischen der dritten Person und mir ab. Am Ende hatte der Betrüger das Geld und die Ware und war aus der Nummer raus. Ganz schön kompliziert. Ich versuche mal, dieses Dreieckswirrwarr etwas klarer zu machen. Der Verkäufer, in diesem Fall Sarah, möchte das Handy verkaufen an
an den Betrüger. Da weiß Sarah aber noch nicht, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hat und verkauft ihm ihr Handy. Der Betrüger hat parallel eine eigene, fingierte Anzeige, zum Beispiel für eine Drohne, geschaltet und verkauft diese an den Käufer. Aber das Geld überweist er an Sarah, die ihre Daten dem Betrüger gegeben hat. Und der wiederum gibt Sarahs Daten an den Käufer weiter. Der Käufer überweist an Sarah. Die Drohne gibt's natürlich gar nicht, sodass der Käufer seine Ware nicht erhält und schließlich das Geld von Sarah zurückfordert. Wie geht es nun weiter? Ich wollte beweisen, dass ich unschuldig bin. Und bin dann zur Polizei und habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Da habe ich dann die Adresse, den Namen, den ganzen Chatverlauf, alle Beweise dokumentiert und der Polizei übergeben. Und dann hieß es, abwarten. Circa ein Jahr später habe ich Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Darin wurde mir mitgeteilt, dass sie den Betrüger gefunden haben. Gegen ihn lagen schon viele Anzeigen vor. Er hatte auch schon etliche, wie sagt man, Verfahren am Hals. Aber mein Verfahren wurde nicht weiterverfolgt, da er viel mehr Straftaten begangen hat, die im Vergleich viel größer und heftiger waren, wo es um richtig hohe Werte ging. Dagegen war mein Schaden viel zu gering, sodass das Verfahren eingestellt wurde. Das Geld vom Käufer musste ich vollständig wieder zurücküberweisen. Es war ja nicht mein Geld, es wäre sonst wie gestohlen. Ich hatte zwar eine Sache verkauft, aber eben an den Betrüger und nicht an den anderen Käufer. Der Betrüger hatte uns beide reingelegt. Handy und Geld waren futsch. Wie hoch war der Schaden insgesamt? Insgesamt um die 1.500 Euro. Handy und Geld, beides war verloren. Klar, davor ist mir sowas nie passiert. Darum war es nie ein Thema für mich bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe nur mit meiner Familie darüber geredet. Die meinten, ja, passiert, Mist. Aber Freunden habe ich davon nichts erzählt. Sicherlich auch, weil ich mich geschämt habe, dass mir sowas passiert ist. Weil sich andere vielleicht denken, das ist doch logisch, das muss man doch merken. Aber in der Situation habe ich nichts gemerkt. Obwohl es ja auch Anzeichen für den Betrug gab. Aber trotzdem, ich habe dem Ganzen vertraut. Ich war vielleicht blind. Handy weg. Geld weg. Eine ziemlich perfide Betrugsmasche. Wie kann man sich davor besser schützen? Also bei Kleinanzeigen sollte ich ganz generell darauf achten, bei wem kaufe ich denn oder bei wem verkaufe ich. Ich sollte mir mal die Bewertungen anschauen. Ich sollte mir gegebenenfalls die Person anschauen, was natürlich meistens nicht geht. Aber ich kann die Bewertungen anschauen. Ich kann sehen, was hat denn der für Produkte schon verkauft. Sobald noch eine dritte Person ins Spiel kommt oder ein dritter Name ins Spiel kommt und es nicht nur zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt wird, spätestens dann sollte ich auf jeden Fall misstrauisch werden und im schlimmsten Fall auch den Kaufvorgang oder den Verkaufsvorgang abbrechen. Es haben sich noch mehr Leute bei mir gemeldet, die ebenfalls betroffen sind und die bereit sind, davon zu erzählen. Ich bin jetzt mit Markus zum Gespräch verabredet. Hallo, schön, dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Gut. Du warst auch betroffen vom Betrug im Internet, richtig? Kannst du noch mal kurz erzählen, was da genau war? Ich benutze oft Instagram, wie viele andere auch. Und während ich so schaue, entdecke ich eine Werbung, die da manchmal so aufploppt. Da wurden Sportschuhe verkauft. Ich kannte die Marke gut. Im Geschäft sind die Schuhe teuer, um die 150 Euro. Hier waren die Schuhe aber um die Hälfte reduziert, also nur noch um die 70 Euro. Ich wollte schon bestellen, aber sicherheitshalber wollte ich mir den Link doch noch mal genauer anschauen und habe ihn auf meinen Laptop kopiert. Mir ist dann schon aufgefallen, dass die Schuhe aus den USA kommen und es sich um ein Auslaufmodell handelte, darum die 50% Rabatt. War mir wurscht. Ich meine Größe eingegeben und bestellt. Dann kam die Zahlungsaufforderung mit Kreditkarte. Okay, ich dann alles eingegeben.
Dann sollte ich den CVC-Code, diese 3 oder 4 Zahlen, eingeben. Ich also eingegeben. Nach dem Klick schloss sich das Fenster. Ich wunderte mich, dass ich keine Verifizierungsaufforderung von der Bank auf mein Handy bekam, wie sonst üblich, um den Kauf zu bestätigen. Das Fenster im Browser war einfach nur geschlossen worden. Ich dachte mir, okay. Nach 2 Wochen bekam ich einen großen Schreck, weil von meiner Kreditkarte, also von meinem Hauptkonto, etliche Geldbeträge abgebucht wurden. Beim ersten Versuch waren es um die 700, 800 Euro. Zum Glück hatte ich auf meiner Kreditkarte zu wenig Guthaben. Wenn 4.000 oder 5.000 Euro verfügbar gewesen wären, hätten die ziemlich sicher nochmal abgebucht. So waren es, ich glaube, um die 200, die noch drauf waren. Dann wurden etwa 180 Euro abgebucht. Ich habe die genaue Zahl als Beweis auf dem Handy. Es wurde dann aber nochmal versucht, einen kleineren Betrag abzubuchen. Aber das klappte nicht, weil das Guthaben schon aufgebraucht war. Ich habe das anfangs gar nicht bemerkt, aber als ich sah, dass da mehrfach abgebucht werden sollte, dachte ich, so viel habe ich nicht bestellt. Da war es schon passiert. Frust. Das Geld war also weg. Und welche Schritte bist du dann gegangen? Ich bin dann am nächsten Morgen zur Polizei, habe alles berichtet und Anzeige erstattet. Als die Polizei sah, wo ich bestellt hatte, meinten die nur, ach, die sind uns schon bekannt, die sitzen in Brasilien und zocken überall in Europa Leute ab. Ungefähr 250 Euro waren am Ende weg. Naja, okay, dachte ich mir, als die Polizei mir noch sagte, dass andere 10.000 Euro verloren hätten. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Hätte Markus bei diesem super Schnäppchenangebot schon misstrauisch werden müssen? Jein, das ist ein Indiz auf jeden Fall. Also wenn das Markenschuhe sind, die da jetzt wahnsinnig günstig sind, das kann natürlich immer mal sein, dass die irgendwo viel günstiger angeboten werden. Aber dann sollte ich zumindest ein gesundes Misstrauen entwickeln und sollte mir die Seite wirklich ganz genau anschauen. Was ist das für eine Seite? Wo sitzen die? Warum können die diese Schuhe so günstig anbieten? Also ein Alarmzeichen ist das auf jeden Fall. Also ganz generell gibt es schon Indizien, die ich überprüfen kann. Wenn ich die Seite nicht kenne, leider werden die Fake-Shops oder unseriösen Shops auch immer besser. Ein Indiz ist das Impressum, aber da ist es leider so, dass die sehr oft das Impressum von irgendeiner seriösen Seite klauen und einfach reinkopieren oder auch die Bilder. Rechtschreibfehler oder sowas gibt es auch nicht mehr. Ein zweites Indiz ist es natürlich, wenn diese Produkte extrem günstig angeboten werden. Und das eigentlich wichtigste Indiz ist die Zahlungsmöglichkeit. Also ich muss immer mehrere Zahlungsmöglichkeiten angeboten bekommen. Und das machen die meisten Shops auch. Aber wenn es dann tatsächlich an die Zahlung geht, dann kann ich bei diesen Fake-Shops nur noch Vorkasse zahlen. Und da spätestens dann sollte ich abbrechen. Solltet ihr also mal bei einer Bestellung im Internet unsicher sein, ob es sich um einen echten Shop handelt oder ob vielleicht doch eine Betrugsmasche dahinter steckt, gibt es von der Verbraucherzentrale einen Fake-Shop-Finder. Da kann man die entsprechende Internetadresse eingeben und sich die Ergebnisse anzeigen lassen. Als Ergebnis gibt es 3 verschiedene Farbpunkte. Grün steht für echt, seriös. Gelb kann schon etwas bedenklich sein. Rot bedeutet Betrug. Sehr interessant. Die Betroffene, die ich jetzt treffe, möchte nicht erkannt werden und nicht in die Kamera gebärden. Sie ist Opfer einer Betrugsmasche geworden, die sich Love Scam nennt. Oder auch Romance Scam. Love, zu Deutsch Liebe. Romance heißt Romanze. Und Scam heißt Betrug. Also ein Liebesbetrug. Kannst du kurz erzählen, wie alles angefangen hat und was dir passiert ist? Musik.
Die Frau möchte nicht gefilmt werden. Deswegen gebe ich den Inhalt ihrer Erzählung wieder. Sie sagt, das Ganze hat auf einem Datingportal begonnen. Auf ihr Profilbild hin hat sich ein Mann aus Berlin gemeldet. Sie haben sich geschrieben, später auch über Skype und Signal. Der Kontakt wurde immer intensiver. Als ihr euch kennengelernt habt, wie hat er es geschafft, dich zu faszinieren? Was hat er gemacht, dich in seinen Bann, in diese Spirale reinzuziehen? Am Anfang hat der Mann sehr viele liebe Worte geschrieben. Du bist toll. Eben ganz viel Positives. Dann hat er gemeint, dass er gerne wandert. So stellten sie schon mal eine Gemeinsamkeit fest. Die Begeisterung für die Natur, viele ähnliche Interessen. Dadurch wurde der Austausch immer faszinierender. Er hatte auch einen Hund, wieder eine Gemeinsamkeit. Immer mehr Gemeinsamkeiten. Dadurch wurde die Liebe immer größer. Er war ein toller Mensch, dem sie vertraut hat. Sie haben sich täglich mehrmals geschrieben. Die Liebe wurde größer. Sie sagt, sie hatte eine rosarote Brille auf. Die Faszination für ihn war so groß, dass sie gar nicht mehr merkte, wie er sie ausgenutzt hat. Die beiden lernten sich also kennen. Plötzlich meinte der Mann, er sei in einer Zwickmühle. Er habe zwei Kinder und die Mutter sei abgehauen. Die Kinder bräuchten ein Kindermädchen, aber dafür habe er kein Geld und ob sie ihm 200 Euro geben könnte. Es fühlte sich irgendwie komisch an und machte ihr auch Bauchschmerzen, aber sie hat ihm dann 200 Euro überwiesen. Sie sagt, der Mann habe ihr auch erzählt, dass er gemeinsam mit einem Partner eine Immobilie hatte. Wegen eines Streits mit dem Partner sei er in eine finanzielle Schieflage geraten. Also bat er um weiteres Geld. Es fühlte sich komisch an, sagt sie, aber dann hat sie ihm 10.000 Euro überwiesen. Nach kurzer Zeit kam das Geld wieder zurück. Sie wunderte sich darüber, doch er erklärte, sie solle das Geld auf ein anderes Konto überweisen mit einem anderen Namen. Von dort aus sollte das Geld zu ihm gelangen. Okay, dachte sie sich und führte alles so aus, wie er von ihr verlangte. Dann kam hinzu, dass der Mann mit seinem Anwalt nicht zufrieden war. Er bräuchte einen anderen, besseren Anwalt und dafür müsste er 8.000 Euro bezahlen. Wieder bat er sie um Geld, was sie ihm dann auch überwiesen hat. Sie sagt, dass der Mann sie wieder um Geld gebeten hat, weil er das Kindermädchen nicht mehr bezahlen konnte und auch das Essen für die Kinder nicht und noch vieles mehr. Sie dachte sich dann, okay, dann überweise ich eben nochmal 20.000 Euro. Dann meinte der Mann, ich will unbedingt zu dir fliegen, dich treffen, du sollst die Kinder kennenlernen. Aber dann, kurz vor dem Treffen, wurde der Sohn krank, sie konnten also doch nicht kommen, das Treffen wurde abgesagt. Der Sohn wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Es gab Komplikationen und die Behandlung musste bezahlt werden, ob sie ihm nochmal 10.000 Euro überweisen würde. Aber sie hatte nichts mehr, das Konto war leer. Sie sagt, dass der Mann immer weiter bohrte, immer mehr Forderungen hatte. Bitte, bitte, nochmal 10.000, flehte er sie an. Sie war total hin und her gerissen. Wie sollte das gehen? Sie war komplett blank. Dann dachte sie sich, ich gehe zu meiner Heimatbank und bitte um einen Kredit. Der Bankangestellte wurde misstrauisch, wozu sie denn 10.000 Euro benötige. Sie stammelte rum, ich brauche es für einen guten Freund. Für einen Freund? Fragte der Bankangestellte nach. Dabei zeigte er auf die hohen abgebuchten Beträge und meinte, das stimmt was nicht. Aber gut, es ist ihre Entscheidung. Da wurde sie plötzlich misstrauisch, bekam ein komisches Bauchgefühl und fing an zu weinen. Der Bankangestellte war misstrauisch. Er nahm Kontakt mit ihrem Bruder auf, weil sich beide von früher kannten. Er rief den Bruder an.
Der Bruder war schockiert und besuchte seine Schwester. Er sagte, Mensch, du hast so viel Geld verloren. Ihr war es peinlich und sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Gleichzeitig war sie total betroffen. Was sollte sie tun? Sie war verzweifelt, aufgewühlt und fühlte sich hilflos. Gemeinsam mit ihrem Bruder und einem Schwager berieten sie, was zu tun sei. Es war ihr alles zu viel. Sie stand einfach nur neben sich und konnte mit den Gefühlen nicht umgehen. Der Bruder entschied dann, die Polizei zu informieren. Alle drei sind gemeinsam zur Polizei. Dort musste sie alles offenlegen. Sie musste zwischendurch immer wieder unterbrechen, weil es ihr sehr schwer fiel, sich zu öffnen. Sie hat sich so schrecklich geschämt. Es war kein Dolmetscher anwesend. Die Hörenden haben alle durcheinander geredet, wodurch es ihr noch schwerer fiel. Dann kam eine Polizistin auf sie zu und meinte zu ihr, sie sind nicht die Einzige. Es gibt viele, die betroffen sind, so wie sie. Sie sind zum Opfer geworden. Es trifft sie keine Schuld. Sie sind das Opfer. Konnte die Polizei nach deiner Anzeige den Täter auch ermitteln? Die Polizei konnte den Täter bis heute nicht finden. Es ist sehr schwierig, weil der Täter ein Handy ohne Vertrag hatte und weil es sich bei solchen Tätern um absolute Profis handelt, die immer wieder Nummern und Namen wechseln, was es sehr schwer macht, den Täter zu erwischen. Sie sagt, sie fühlt sich, als hätte sie ihre Identität verloren. Sie dachte, sie würde sich kennen, als eine starke und selbstbewusste Frau. Aber das war auf einmal weg. Als ob eine andere Frau in ihrem Körper stecken würde. Wer bin ich überhaupt? Ihr Vertrauen war zerstört. Und es wurde ihr quasi unmöglich, irgendjemandem zu vertrauen. Es ging nicht mehr. Es war ein langer Prozess, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Bei dieser Betrugsmasche geht es nicht mehr nur um einen finanziellen Schaden, sondern vor allem um den emotionalen Schaden, der dabei entstanden ist. Darum geht's in dem Gespräch, das ich jetzt mit der Psychologin Kerstin Barke habe. Schön, dass es klappt. Wie gehen Opfer, die von einer Liebesbetrugsmasche betroffen sind, damit um? Ja, wie sehen die psychischen Folgen für solche Opfer aus? Ganz klar, erstmal stehen sie unter Schock. Sie sind völlig verunsichert, sie können es nicht glauben. Soll das wirklich passiert sein? Dann kommt natürlich die Enttäuschung hinzu. Wut, Trauer. Auch kann es zu einer Depression kommen und zu Suizidgedanken, weil sich die Opfer so sehr schämen. Und dann die Scham, es den Freunden zu sagen, die einen dann mit Vorwürfen konfrontieren. Das musst du doch gewusst haben, wir haben dich doch gewarnt, dass man da vorsichtig sein muss. So schweigt man lieber, aus Scham. Und so kommt es zur Isolation. Wie kann man sich denn vor so einer Masche schützen? Na, am Anfang, beim Kennenlernen, ist man schnell begeistert. Alles ist schön, alles scheint wunderbar und gut. Das kann dann schnell blind machen. Man merkt einfach nicht, dass etwas nicht stimmt. Aber wenn es dann zu einer Notsituation kommt, derjenige benötigt Hilfe oder sogar Geld, spätestens dann sollte man gecheckt haben, hier stimmt was nicht. Und da sollten wirklich alle Alarmglocken angehen. Halt, stopp, Moment mal. Das kann helfen, zu erkennen, dass was nicht stimmt. Alle Opfer, die ich für diesen Film getroffen habe, haben den Online-Betrug bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In allen drei Fällen sind die Betroffenen am Ende auf ihrem Schaden sitzen geblieben. Denn die Verfolgung von Straftaten im Internet ist ziemlich schwierig. Die Täter im Internet zu ermitteln ist tatsächlich schwierig, weil meist sehr viel Zeit von der Tat
bis zur Anzeigenerstattung vergeht. Die Täter wissen natürlich auch, ihre Spuren im Netz zu verwischen, benutzen Anonymisierungsprogramme und sitzen auch im Ausland. Sehr, sehr viele Täter, wo es für die deutschen Behörden auch schwierig ist, die irgendwo greifen zu können. Nur zu sagen, es bringt ja nichts, da kommt unterm Strich sowieso nichts bei rum und deswegen gehe ich nicht zur Polizei, dann wird mit Sicherheit niemand ermittelt. Deswegen sind die Dunkelziffern auch so hoch, weil viele sagen, da gehe ich nicht zur Polizei, da ist mir der Aufwand zu hoch, da werde ich vielleicht nicht ernst genommen. Für uns ist tatsächlich wichtig, dass jeder zur Anzeigenerstattung kommt. Geht natürlich auch um einen selber, was für ein Gefühl habe ich, lasse ich mir das gefallen, wie gehe ich dann später damit um, wie kann ich das weiter verarbeiten, vielleicht geht es nicht nur um 35 Euro, sondern vielleicht um ein bisschen mehr Geld und ich schäme mich vielleicht auch dafür, viel Geld irgendwo verloren zu haben, im Familienkreis, im Freundeskreis und der erste Beginn der Aufarbeitung kann schon bei der Polizei erfolgen. Für mich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit mehr gegenüber fremden Menschen. Deswegen glaube ich, beim nächsten Mal werde ich es anders machen. Das heißt, sich persönlich treffen, bar bezahlen und nicht mehr einfach blind verschicken. Nicht irgendwo auf versteckte Seiten gehen und Werbung auf Instagram und Facebook nicht benutzen. Auch mal unten ins Impressum schauen. Aber es ist nicht so einfach, tja. Andere Kollegen haben mir geraten, geh doch lieber ins Geschäft zum Einkaufen. Tja, was soll man da sagen? Hast du einen Tipp für andere Betroffene? Eine Empfehlung? Sie empfiehlt allen Betroffenen nicht zu schweigen oder aus Scham das Geschehene herunterzuschlucken, sondern sich auf jeden Fall der Familie oder einem guten Freund oder einer anderen Vertrauensperson zu öffnen und davon zu erzählen, was passiert ist, und es der Polizei zu melden. Vielen Dank für deine Offenheit und für deinen Mut. Auch wenn sich viele jetzt denken, ach, sowas würde mir doch nie passieren, das würde ich doch merken, ob etwas echt oder fake ist. Das kann man doch sehen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber es kann wirklich jeden von uns treffen.